Jo, und damit begrüße ich Sie zurück zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe Online für die Nintendo Switch. Ja, ein neuer Part, ein neues Jahr ist angebrochen nach dem letzten Part, dem Jahresabschluss von mir an euch. Und ja, was gibt's zu sagen hier? Ich hoffe, ihr seid alle gut und munter ins neue Jahr reingekommen. Und ja, was gibt's heute zu sagen? Ja, es gibt einiges zumindest, wo ich hier drüber reden möchte. Und das erste Thema, worüber ich sagen oder reden möchte, man hört es vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme, ich bin gerade ein bisschen ausgepowert. Was der Grund daran ist, dass ich vorhin ein bisschen trainiert habe mal wieder, weil ja, es wird mal ein bisschen Zeichen nach der letzten Zeit, wo man hier viel, viel gegessen hat von Verwandten und so, viel gegessen hat bei den Feiertagen, wo man Verwandten war und dann viel gegessen hat und so. Wurde es mal Zeit und ich habe jetzt mir überlegt, ich werde gucken, dass ich in der nächsten Zeit etwas häufiger auf jeden Fall trainiere. Damit ich ein bisschen mehr wieder in Form komme und so, aber ich hoffe mal, es wird dennoch nicht an der Let's Play Front da scheitern, hoffe ich jetzt einfach mal. Ja gut, aber wo fangen wir erstmal an hier? Der ist runtergefallen, very nice. Oh, drei rote, wie geil. Als erster, sehr schön. Ja, aber gut, wo fange ich an? Ja, wie gesagt, ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen. Was gibt es bei mir zu sagen? Hier beim letzten Mal natürlich, wollte ich auch nochmal sagen, ich habe insgesamt, glaube ich, knapp 300 Punkte gemacht, was ich richtig cool finde. Aber gut. Ja, ansonsten, was gibt es Großartiges zu sagen? Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen, hatten schöne Feier gehabt, schönen Silvester geknallt. Ja, das ist super natürlich. Das ist natürlich super. Da kann ich natürlich jetzt wieder mal unfassbar viel gegen machen, aber gut. Ja, nicht so wie jemand an, wie andere Leute, die dann sich zurückfallen lassen, dass noch der andere da von der Blue Shell getroffen wird. Nein, ich bin so fair und lass mich da selber von dem Ding treffen. Auch wenn es mich wohl wahrscheinlich den Platz kosten wird, vermute ich mal. Kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen? Ja, genau, ne? Klar, ne? Dann geht er dann nicht mehr in die Bananen rein hier. Oh, alter Schwede, das kann doch nicht sein. Dieser blöde Baby-Luigi-Spieler da, ey. Also, ich hätte den vierten Platz eigentlich verdient gehabt, muss man sagen. Weil ich hätte den locker zwei, dreimal treffen können noch. Aber dann geht die Green Shell, macht die rote da kaputt. Das ist unglaublich hier. Ich hatte gerade kurz vor einem Moment das Gefühl, dass ich ein DC bekomme. Aber zum Glück, also in der Lobby gerade, wo auswählen und so ist. Aber zum Glück war das nicht der Fall. Ja, was gibt's noch zu sagen? Zuerst einmal, das neue Jahr habe ich relativ produktiv begonnen, muss man sagen. Also zumindest was die Aufnahme anbelangt, weniger jetzt das Hochladen, aber das wird in der nächsten Zeit deutlich besser. Ich würde sagen, das ist jetzt ungelogen, ich habe gefühlt so an die 40 Videos jetzt auf Vorrat. Ja, das klingt natürlich sehr, sehr krass und das sind vor allen Dingen Projekte, die jetzt auch bald starten werden. Ja, also das kann man gut sein hier. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe gestern, also für Sie vorgestern, am Freitag, Fire Emblem Echoes und Super Mario Odyssey endlich geschafft, beide fertig aufzunehmen. Die werden jetzt in der nächsten Woche, also in der kommenden Woche jetzt, also ich denke mal Odyssey auf jeden Fall. Ob Echoes auch schon beendet wird, das muss ich noch gucken, weil das sind noch einige Parts tatsächlich, auf die sie sich noch freuen können. Oder beziehungsweise die sie noch erwarten, muss ich ja so sagen. Ah, der fällt sogar runter, wie cool. Wie auch immer das geklappt hat, wie der runtergefallen ist, aber okay. Ja, ansonsten... Von was wurde ich denn bitte jetzt getroffen? Das muss mir ja irgendwie mal erklären, aber gut. Ansonsten, ja, wird es bald, wird das eine oder andere jetzt bald neu starten. Also gut, was ich ja noch offen habe, das ist natürlich, FIFA 18 und Yooka-Laylee. Das wird es natürlich auch noch weitergehen. Jetzt, da werde ich auch noch mal gucken. Hier, da habe ich noch so ein bisschen, ich glaube, bei FIFA habe ich noch ein bisschen Vorrat, bei Yooka-Laylee leider nicht mehr. Da muss ich nämlich mal gucken, dass ich da jetzt auch mal wieder ein bisschen aktiver werde, muss ich ehrlich gestehen. Boah, der macht mir Angst mit seiner Red Shell. Der macht mir wirklich Angst mit seiner blöden Red Shell. Kannst du dich nicht mal abziehen hier, Matt? Kannst du bitte mal abziehen hier? Beziehungsweise verziehen. Dann kommt doch noch einer mit einer Red Shell von hinten an. Naja, gut. Joa, ansonsten, was gibt's noch Großartiges zu sagen? Und ansonsten werden halt das eine oder andere neue starten. Können sich schon mal freuen, aber ich werde jetzt noch nicht zu viel verraten. Kugelfilet, der Wahnsinn.
Denn es wird, denke ich mal, bald ein Video geben. Es wird aber wahrscheinlich nach diesen Projekten kommen. Wenn natürlich auch endlich mal eine Direct dann an den Start geht. Weil ich rechne eigentlich ziemlich, dass es bald eine Direct geben wird. Vielleicht gab es ja schon die Ankündigung, wer weiß. Man weiß es ja nie. Man weiß es nicht. Also auf jeden Fall hält sich ja das Gerücht sehr hart, dass es bald ein Direct geben wird. Und ich bin gespannt auf jeden Fall. Okay, na, hat er da noch einen Stern? Ist unglaublich hier. Naja, gut, Hauptsache noch Vierter. Naja, gut. Also ich bin gespannt. Vielleicht gibt es dann bald was Neues zu hören. Auf jeden Fall wird es danach der Direct dann ein Video geben mit den Projekten, die dieses Jahr kommen werden, wie angekündigt. Es sind mir auch, wie ich gerade gesehen habe, zwei wohl nachgejoint aus meiner Freundesliste. Dann, oder Abonnenten besser gesagt. Dann hallo an Ellie und an Pumpkin. Sie seien gegrüßt an dieser Stelle. Jo, ansonsten muss ich auch noch zu der Sache, zu diesem Projekt hier sagen. Es kam mir jetzt schon letzte Woche, naja gut, ja doch, man kann ja eigentlich das Jahresendvideo ja dazu zählen. Da kam ja schon letzte Woche Mario Kart. Aber was jetzt schon seit gefühlten 3 Wochen mal wieder nicht kam, das ist Retroplay. Ja, ich weiß. Und das wird natürlich auch dieses Wochenende nicht kommen. Ich versuche es wieder nächste Woche zu bringen. Ich kann es natürlich nicht garantieren. Und auf jeden Fall auch, dass ich wieder streamen werde. Das habe ich auch wieder vor. Weil ich denke, jetzt im Januar sollte ich noch ein bisschen Zeit haben auf jeden Fall dazu. Deswegen sollte ich mal darum gucken auf jeden Fall. Ich wollte schon sagen, den hätte ich doch voll getroffen, diesen Bowser Junior. Wollte ich doch sagen hier. Aber eine coole Strecke. Ich mag jedes Mal hier auf dieser Zelda-Strecke zu fahren. Das ist immer cool. Nur der, der diese Bombe geschmissen hat, das war überhaupt nicht cool. Das muss ich ganz ehrlich gestehen, das war überhaupt nicht cool. Warum habe ich jetzt meinen Boomerang nicht mehr? Ich habe den erst einmal geschmissen, den konnte man noch mal dreimal schmeißen. Sehr komisch. Aber gut, ja, ansonsten halt wie gesagt, Retroplay, das sollte jetzt endlich mal wieder was kommen, würde ich mal so sagen hier. Es hat jetzt wieder ein bisschen gedauert. Ich glaube, wann kam das letzte Mal? Ich glaube, das letzte Mal hatte ich Donkey Kong Country, glaube ich, gemacht. Ich glaube, Mitte Dezember war das, glaube ich. Deswegen, also es wird mal wieder langsam Zeit, dass das Retroplay wieder kommt. Mal gucken, was ich dann da mache, was ich dann da wieder für ein lustiges Spiel finde, was man da Retroplay-mäßig dann da bringen kann. Boah, was ist denn das hier? Also dieser ganze Raum, der gefällt mir nicht wirklich. Ja, ne? Also der ganze Raum gefällt mir so gar nicht hier. Also das lief beim letzten Video wesentlich angenehmer, muss ich gestehen, da. Das war beim letzten Mal deutlich besser. Ich weiß nicht, was hier los ist. Bin ich aus der Übung? Bin ich jetzt zu kaputt nach meinem krassen Sportaktion gerade? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, ja, da kann ich auch noch so ein bisschen gleich noch sagen. Ich denke mal, wir machen ja noch kurz noch ein Rennen. Machen wir danach auf jeden Fall noch. Vielleicht gucke ich dann mal auch mal. Ich krieg langsam echt gleich einen Kotzreiz hier, wenn das so weitergeht. Ich krieg gleich echt hier noch einen Kotzreiz hier bei dieser ganzen Aktion hier. Oh Gott. Ja, Goldpilz. Bringt mir der Wahnsinn hier. Vielleicht komme ich ja noch auf 9. Nee, komme ich nicht mehr. Oh, war das ein kotzender Rennen hier. Das war ja mal richtig zum kotzender Rennen. Meine Güte. Meine Güte. Naja, gut. Ja, mal gucken, wovon ich gleich noch drüber philosophieren werde. Jo, also wie, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache noch 2 Rennen. Zum einen werde ich jetzt hier gucken, wie ich so das jetzt mit dem Training handhabe. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand interessiert, aber ich meine, viele Themen interessieren die Leute bestimmt nicht, aber gut. Und zum anderen werde ich danach, das hatte ich jetzt eigentlich erst dieses Runde noch geplant, aber das mache ich dann in der nächsten Rennen noch. Meine Erwartungen zur Direct machen, die es da gibt. Und der Tanuki Mario da, der 12. spielt einfach keinen Bock mehr. Okay, der kriegt bestimmt gleich ein DC. Könnte ich mir vorstellen. Aber gut. Joa, ja, okay, jetzt hat er ein DC und jetzt macht der CPU, steuert den. Ja, okay. Ja, gut. Joa, also, mein Training habe ich mir jetzt so geplant. Also man muss ja gestehen, ich habe so ein kleines Fitnessprogramm bin da eingegangen. Weil eigentlich, ich hatte mir auch überlegt, ja vor seit langem schon ins Fitnessstudio zu gehen. Aber das Problem ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da die Zeit finde zu. Das Problem ist nämlich, unter der Woche, wenn ich arbeiten bin, spüre ich das jedes Mal schon, wenn ich dann so 19, 20 Uhr zu Hause bin.
habe ich ehrlich gesagt die Motivation überhaupt nicht mehr, irgendwas zu machen eigentlich. Also ich muss mich ja schon sehr motivieren, dann eventuell nochmal aufzunehmen, was ich auch nicht immer mache. Gut, in letzter Zeit habe ich es dann doch nochmal geschafft, nach der Arbeit auch nochmal aufzunehmen. Das ist ja okay, aber das Trainieren ist immer so eine Sache. Gut, und dann habe ich sowas gefunden, was ich zu Hause machen kann. Das sind so Übungen. Man kennt das ja halt auch von wie fit beispielsweise, aber das ist definitiv professioneller als das. Nämlich, ja, wie soll ich sagen, das ist so eine Art Trainingssammlung, würde ich das mal so, Übungssammlung, würde ich das mal so nennen. Und das Tolle ist, man musste dafür eigentlich bezahlen, aber das habe ich gratis gekriegt. Was ich, ja, ziemlich cool finde. Also man kann das sozusagen als Geschenk sehen. Und ja, deswegen werde ich mir das mal anschauen hier. Und ich habe ja jetzt auch vorhin, wie gesagt, die erste Übung gemacht. Und das war schon krass auf jeden Fall. Also das, ja, war mal interessant auf jeden Fall. Also, es war zwar Spaß gekommen, aber es war auch ein bisschen anstrengend. Das würde ich schon so sagen. Und klar, ne, ich krieg natürlich nur eine Münze immerhin. Ja, würde ich jetzt sagen, immerhin kommt eine Blue Shell. Aber bringt mir halt unfassbar viel, wenn der jetzt auch getroffen, wenn ich davon auch getroffen werde. Ich konnte jetzt auch nicht wirklich ausweichen. Konnte ich nicht wirklich, naja gut, zweit ist auch okay. Gut, dann, ja, ging jetzt schnell rum. Aber gut, eine Runde machen wir dann noch mit der Direct-Erwartung. Ja, würde ich sagen. Sehen Sie's? Sehen Sie's? 200 CCM? Finde ich krass. Also das sehe ich online selten, dass es mal 200 CCM gibt. Aber okay, da muss ich jetzt nochmal anstrengen. Oh Gott. Ja gut, das wird jetzt, denke ich mal, jetzt nochmal eine failige Runde zum Abschluss. 200 CCM, ihr seid doch lebensmüde. Naja gut, auf jeden Fall gehen wir weiter. Und ich will noch meine Direct-Erwartungen reden. Und ja, meine Direct-Erwartungen. Also ich rechne, dass es eine Direct geben wird. Es wird ja viel spekuliert. Das ist der zweite am 11. Nee, 11. Januar. Zweite, wie kommt der zweite? Nee, der 11. Januar sein wird, wo es eine Direct geben wird. Ach du Heiliger, ich bin überhaupt nicht daran gewöhnt, an wieder 200 zu fahren. Alter Schwede. Ja, also ich wette, es wird eine Direct geben. Vielleicht nicht am 11., aber ich wette, es wird eine Direct geben. Und ja, ich erwarte das eine oder andere an spielerischer Seite. Und zwar erwarte ich zwei Spiele, die auf jeden Fall kommen werden. Die Frage ist nur dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber ich wette, dass sie kommen werden. Ach du Scheiße, ist das krass hier. Ich bin das so nicht eingeübt in 200 CCM, deswegen, ich habe ja gesagt, es wird eine Fail-Runde. Animal Crossing für die Switch will ich haben, erwarte ich, will ich haben, soll kommen, bitte, es soll kommen. Und zum anderen will ich Mario Party 11 für die Switch haben. Ich habe ja sowas gelesen vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, ob das ein Fake war oder wirklich war. Also es sah für mich eher nach einem Fake aus, wobei es auch schon ziemlich echt aussah. Aber auf jeden Fall habe ich das so von so einem Wiki gesehen. Das sah sehr echt aus, so meine Begriffe. Und vielleicht kommt das ja wirklich. Also es war so wie die üblichen klassischen Mario Party... Ja, ich hab eine Red Shell gehabt. Hm, klar, natürlich. Ich hatte noch eine Red Shell gehabt, aber ich werde trotzdem getroffen, klar. Dass es wieder Kapseln, also beziehungsweise Ballons dann geben wird. Dass es online geben wird, endlich. Und dass sie wieder zum alten System zurückkehren. Wie gesagt, ich glaube es eigentlich nicht dran, aber man wird sehen, ne? Ich bin gespannt. Aber gut, ja, und natürlich Animal Crossing würde ich richtig geil finden und abfeiern. Aber gut, ansonsten wissen ja, es wird Kirby kommen, es wird Yoshi kommen, Bayonetta wird auch kommen. Aber wir werden sehen, was das Jahr noch so bringen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, der Part hat Ihnen gefallen. Wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag und noch einen guten Start ins neue Jahr. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss, euer Jake.